Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen diesmal Tales of Symphonia. Und ich würde nur sagen, wir fangen dann mal auch mal direkt an. Ich mach mal ein New Game Plus, damit wir auch halt Extras bekommen, die wir am Anfang halt. Also wir können jetzt hier Sachen aussuchen und die können wir dann halt später im Verlauf. Also, das sind halt Bonus, die du dann halt im neuen Spiel halt bekommen kannst. Du kannst auch hier ein paar Dinge übertragen, wie deine Monsterliste, Weltkarten, Kampfinfo oder ja. Und ja, das ist, aber das kann man halt nur, wenn man halt dann das Spiel durchgespielt hat. Und ich glaube, ich nehme das mit. Ja, ich glaube, die Rezepte nehme ich nicht mit. Was? Nehme ich mal mit. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Man merkt, ich habe gar auch keine Ahnung, was das ist. Das liegt daran, weil ich einfach mal das Spiel ohne Sidequest, ohne alles einfach durchgespielt habe. Privat. Album. Was bringt das Album? Oh, ich nehme mal mit. Minispiel habe ich irgendwelche Minispiele gespielt. Egal, nehmen wir mal mit. Ich habe keine Ahnung. Und wie man auch unschwer da oben erkennen kann, spiele ich die PC-Version von Tales of Symphonia, die vor kurzem in Steam erschienen ist. Aber egal, fangen wir mal an. かつて世界の中心にマナを生む大樹があった。しかし争いで木は枯れ、代わりに勇者の命がマナになった。それを嘆いた女神は天へ消えた。この時女神は天使を遣わした。私が眠れば世界は滅ぶ。私を目覚めさせよ。天使は巫女を生み、巫女は天へ続く塔を目指す。これが世界再生の始まりである。起きなさい、ロイド・アーヴィング。ロイド、いってー。立ったまま眠れるなんて器用ね。あ、リフィル先生、授業終わったのか。もういいわ。じゃあ今の答えを。ジーニアス、あなたが答えて。はい、姉さん。古代大戦は勇者ミトスによって聖地カーラーンで停戦されました。よろしい。その後勇者ミトスは女神マーテルとの契約によって戦乱の原因であるディザイアンを封印しました。でもディザイアンたちは復活して俺たちを苦しめてるじゃないか。前に授業でやったでしょ。封印が弱まるとディザイアンが復活するのよ。ちょうど今のようにね。あ、分かってるよ。忘れてただけで。今日は予言の日です。マナの巫女がマーテル様の神託を受ける重要な日よ。ではミコ、コレット。はい。世界再生の旅について答えて。ディザイアンを封印する旅のことです。女神マーテルの試練をこなすと、世界を守る精霊が復活し、マナも復活します。そう、さすがはミコね。
現在の食料不足や日照りはマナの枯渇が原因です。これはディザイアンが人間牧場でマナを大量に消費しているからだと言われているわね。巫女の旅はマナを復活させ、ディザイアンを消滅させる旅と言えるわ。では、次の問題は。なんだ？これは。静かに。どうやら神託が下るようね。私は聖堂の様子を見てきます。みんなは教室で自習していること、よろしい？先生、私も一緒に。いいえ、コレット。神託なら、祭司の方々がこちらまでいらっしゃるはず。あなたもここで待っているように。はい。Und nun sind wir im Spiel. Ich würde mal sagen, die Kostüme, die wir gerade am Anfang bekommen haben, werde ich nicht ausrüsten. Und ja, ich glaube, ich spiele das Spiel auf normal durch. Vielleicht, wenn es mir dann zu einfach wird, vielleicht dann auf schwer. Und falls es mir doch zu einfach wäre, sein würde, würde ich direkt auf Ultra. Wobei, ich würde schon gerne auf Ultra zocken, aber der Anfang, ich kann mich noch erinnern, dass ich anfangs immer so schnell gestorben bin und ja, ich glaube, ich mache den Anfang auf normal und danach wechsle ich vielleicht auf schwer oder schon vielleicht auf direkt auf Ultra und da ihr, ja, das Spiel besitzt auch englische sowie japanische Synchro, aber ich werde glaube ich die japanische lassen, weil Anime und kommt aus Japan und hört sich meiner Meinung nach auch viel viel geiler an als die englische Dings. Aber dann könnt ihr mal schreiben, ob ihr auch mal die englische hören wollt, aber ich werde es auf Japanisch lassen. Okay. Wir sollten gerade auch rausgehen, ne? Also Rain folgen, oder? Leute, wo willst du hin? Du willst dich doch nicht davon machen. Rain wird stocksauer. Ich bin echt neugierig, was mit Colette geschieht, wenn sie das Orakel empfängt. Die erzählen uns immer von den Auserwählten und dem Tag der Prophezeiung, aber niemand sagt einem, was wirklich passiert. Aber meine Schwester hat gesagt, wir sollen hierbleiben und Hausaufgaben machen. Das ist ein Forschungstrip. Das ist doch nur eine Ausrede. Na und eine Ausrede ist auch eine Entscheidung. Sei doch nicht so brav. Du kommst doch mit, oder? Schließlich bist du mein bester Freund. Colette, willst du auch mitkommen? Okay. Wohin gehen wir? Na, wohin schon? Das Licht, das betrifft dich doch direkt. Bist nicht neugierig? Bist du neugierig? Natürlich. Okay, dann bin ich auch neugierig. Siehst du, Zwergenregel Nummer 4. Verlass dich nicht auf andere, steh auf eigenen Füßen. Also los, gehen wir zum Tempel. Nicht wieder die Zwergenregeln, die führst du immer an, wenn dir keine Ausreden einfallen. Gut, Colette und Genus habe ich mal jetzt und auch im Team, Skit, bla bla bla. Hol mir mal für Colette einen Titel. Wo kommt denn dieses Loch her? Hast du schon vergessen, Leute? Das passiert als Colette. Das war beim letzten Frühjahrsputz. Ich habe aufgewischt und dann bin ich aus Versehen. Du bist ein Tollpatsch. Du bist so ein Tollpatsch, Colette. Und ja, dann bekommt Colette mal ihren ersten Titel, den wir auch mal direkt ausrüsten werden, weil Titel erhöhen Attribute beim Level-Up. Also ich glaube stark. Und welche Attribute stark erhöht werden, wird mit grün angezeigt. Ja. Gehen wir mal raus. Was ist denn los? Es ist unheimlich still. Wo sind denn alle? Colette!
Vater! Frank! Der Göttin sei Dank, du bist in Sicherheit. Frank, wo sind denn die ganzen Leute aus dem Dorf? Die haben sich versteckt. Die Designs sind vor kurzem in das Dorf angefallen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Sie sind auf dem Weg zum Tempel durchs Dorf marschiert. Warum? Isilia hat doch einen Nicht-Angriffspakt mit den Designs. Du meinst das Abkommen, dass sie unser Dorf nicht überfallen, solange wir die Menschenfarm in Ruhe lassen? Ja, Großmutter sagte, das sei zu meinem Schutz. Oh, wo ist Großmutter? Hydra ist im Tempel, um das Ritual vorzubereiten. Hydra ist im Tempel? Aber da wollten doch die Designs. Die Priester sind bei ihr, macht euch keine Sorgen. Also, Colette. Ich weiß schon, ich verspreche meine Pflichten als Auserwählte zu erfüllen. Viel Glück, Colette. Leut, Genius, ihr zwei solltet nach Hause gehen. Ich möchte Colette nicht alleine lassen. Ich begleite sie zum Tempel. Ich auch. Aber... Na schön, danke. Ich warte zu Hause. Komm sofort zurück, wenn etwas passiert. Gut, dann fängt mal das Spiel erst richtig an. Wir gehen mal dann speichern. Und lasst euch nicht irritieren von den Tastendings. Ah, da war eine Katzenskit. Wow, ein Monster. Ich dachte, der Norden, wo der Tempel liegt, ist Heiligtum und Schutzgebiet. Wieso gibt's da? Es muss mit der Martell-Prüfung zu tun haben. Zur Prüfung gehört auch der Kampf gegen Monster. Wir haben keine Zeit zum Reden. Schnappen wir uns das Ding. Roger. Gut. Ja. Der Kampf gegen den Zombie ist nicht so nicht so schwer, wie ich mir vorhin gedacht hatte. Das war ein Klacks. Leute, bist unwerfend. Naja, verdanke ich alles diesen Schätzchen hier. Ach ja, stimmt, der X4. Ja, er ist für den Kampf gedacht und versteckt meine Kräfte. Ohne dieses Teil könnte ich mich gleich abmelden. Aber du bist trotzdem stark, Lloyd. Ja, immerhin sind seine Schwerttechniken gut. Was heißt hier immerhin? Das sind noch mehr. Los, ihr zwei. Warte, Lloyd. Professor Ryan hat gesagt, bei nicht physischen und spirituellen Monstern sei Magie wirkungsvoller als physische Angriffe. Tatsächlich? Ja. Okay, dann überlasse ich Genius den Geist. Ich nehme mir den Zombie vor. Drücke im E-Kampf und nicht bla 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 bla, um das zu ändern. Okay, okay. Das ist eh nichts bringt, weil ich auch mit dem Controller spiele. Ja, lasst euch auch nicht irritieren von den englischen Namen da oben. Wenn ich meine Techniken halt einsetze, weil man muss sich sein Ziel gut aussuchen, wenn man mehrere oder besonders gefährliche Monster bekämpft. Das ist besonders wichtig, wenn man einem bedrängten Freund beisteht. Wir müssen vorsichtiger sein. Kommt auf zum Tempel. Okay, ja. So, was ich sagen wollte, ist, dass halt die Techniken auf Englisch sind, aber das ist normal. Also das ist kein Fehler oder so. Ja, das sind keine Fehler halt. Warum aber die auf Englisch sind, immer noch auf Englisch sind, weiß ich nicht. Ich könnte eigentlich auch schon direkt auf Deutsch machen, meiner Meinung nach, aber ich weiß nicht. Die englischen Namen sind irgendwie, ja, auch gut. Ah, da ist es gut. ねえさんに叱られないかな。大丈夫だよ。先生が戻ってくる前に教室に戻ればいいんだから。でもリフェル先生も聖堂へ向かったんだよね。ばったり会っちゃったりして。大丈夫だよ。多分。 Okay, gut, dann gehen wir auch mal Richtung Tempel. Na, Koretto, Seiki no Naka te dou natten da? Bokura wa Naka ni haitta koto nai kara, nanda ka dokidoki suru yo. Ne, chotto kurakutte, ohisama no hikari wa amari haitte nakutte. Nanka, boku no imeji to wa chigau no kamo. Demo ne, watashi mo oku no hou ni wa itta koto nai no. 早く入ってみてえな。ロイド、最初はいつもやる気満々だよね。Ich glaube,
Ja, Genius, du hast irgendwie recht. Ich meine, natürlich wäre das. Ja, egal. Kämpfen wir mal erstmal gegen die. Alter, natürlich muss ein Gegner mich von der Seite noch annerven. Aber der ist ganz schön schnell tot. Gut, so wie der andere Gegner. Gut. Wo ist ein Tempel? Ach, da. Aber kämpfen wir mal gegen den Gegner. Ja, die sind halt noch nicht so schwer. Aber ich habe mal versucht, mal das Spiel auf Dings zu spielen, auf schwer am Anfang, und es ging gar nicht klar. Es könnte vielleicht an das Kampfsystem liegen, weil in jedem Tales of ist das Kampfsystem anders, was ich eigentlich auf der einen Seite gut finde und auf der anderen Seite schlecht, aber wieso sollte, wieso, ja, wieso konnte halt nicht bei jedem Test auf das, also jedem Test auf Spiele, das gleiche Kampfsystem sein? Okay, ist theoretisch das selbe Kampfsystem, weil man ja in Gegner reingeht. Aber, also wenn man einen Gegner reingeht, startet der Kampf, und ja, Final Fantasy ist so auf so einem, keine Ahnung, Kampffeld. Aber ja, es ist halt verwirrend, wenn man halt einen Tales of, also einen Tales of halt, hat ein bestimmtes Tales of halt dann spielt. Also ein bestimmtes Tales of spielt und dann halt, ja, mit der Steuerung dann nicht zurechtkommt. Halt meiner Meinung nach. Aber irgendwie ist es auch ganz cool, dass sie verschiedene Kampfsysteme haben. Wow, das Licht kommt echt aus dem Tempel. Dann wird demnächst ein Orakel übermittelt. Colette wird zur Auserwählten bestimmt werden. Ist das hell? Sag mal, Colette, wenn das Orakel übermittelt wird, wirst du zur Auserwählten, die die Welt rettet, nicht wahr? Du wirst sein wie der Held Mythos. Also vielleicht solltest du dich ein bisschen Auserwählter verhalten. Ja, kein Problem, kein Problem. Hey, da ist ein ziemlicher Tumult von dem Tempel. Stimmt. Also wenn da oben ein Tumult ist, warum steht da nur da ein Kerl herum? Egal, Auserwählter. Und der hat da oben Geist getan. Okay. Um Himmels Willen, hey, sind Sie okay? Sieh so aus! Die Designs haben den Nicht-Angriffspakt gebrochen und den Tempel überfallen. Auserwählte, schnell, das Orakel! Ich weiß. Sei vorsichtig. Es tut mir leid, dass ich die Auserwählte nicht beschützen kann. Nö, halten Sie durch! Zu spät, er ist tot. Nein! Ich gehe rein. Colette, da sind Designs drin. Ja, aber ich muss es tun. Ich bin die Auserwählte. Ich muss am Tag der Prophezeiung das Orakel annehmen. Ihr beide wartet hier, okay? Bald wirst du Colette etwa alleine gehen lassen? Komme mit. Komme mit, du kannst doch nicht alleine gehen. Wirklich ist es aber gefährlich. Zwar in Regel 1 arbeitet gemeinsam im Sinne einer friedlichen Welt. Na dann los. Wartet, ich komme auch. Ich mache mir Sorgen um Rain. Danke, ihr beiden. Mann, wie schnell eben gerade der Text vorbei ging. Ah ja, dann gehen wir mal nach oben. Miko, wo ist sie? Colette,
Buddha-sama! Das ist Miko. Gut. Miko, yo. Desaiyan nanka ni yaraseru ka yo? Desaiyan ka. Nani ga okashin da yo? Dewa sono nikui Desaiyan ni korosareru ga ii. Kakare! Woher weiß er eigentlich, dass wir sie hassen? Egal. Dann besiegen wir mal die. Warum gehen eigentlich beide Fußsoldaten eigentlich auf Lloyd? Also auf, eher gesagt, auf mich. Weißt du, das liegt eigentlich. Alter, ey. Was hast du jetzt davon, weil du nur auf mich gegangen bist? Egal, ich spare mir ein bisschen zu viel. Oh, der ist schon ein bisschen größer als die anderen und kräftiger. Gut, gib mir mal einen Apfel, Gelee, Beel, was auch immer. Und ich würde mal sagen, du bleibst mal im Fernkampf. Und das, ja, man schreckt mal die ein. Gut, dann kämpfe mal gegen den Vidar. Okay. Anta. Sagatteiru. Unbekannter Typ, Hype! Ja, kämpfe mal gegen diesen Vidar. Natürlich, immer wenn ich die Verteidigung vernachlässige, greife an. Außerdem, Genius, was tust du eigentlich hier im Nahkampf? Ich hab dich doch grad eingestellt, dass du fernkämpfen sollst. Egal. Hoffentlich stirbst du jetzt schnell. Was tust du jetzt schon wieder hier im Nahkampf? Ja, okay. Dann kast direkt vor dem Gegner. Ist natürlich. Jetzt verteidige dich die ganze Zeit. Warte mal. Hat er mir gerade 122 mit einem Schlag gegeben? Egal. Verdammt. Alter, kann der mal sterben gehen? Ich hab den. Ah, okay. Wasser des Lebens erhalten und Combo-Empfänger erlernen. めちゃめちゃ強いよ、あのおじさん。そうだな。無事か。無事のようだな。あれはエクスフィア。ミコを救っていただき、お礼の言葉もありませぬ。 なるほど。この少女が今回のミコなのだな。そうだ、信託を受けないと。おばあ様、私はこれから試練を受けてまいります。試練って何だ？魔物のことだろう。聖堂の中から邪悪な気配がする。その通りじゃ。 ミコは天からの審判を受ける。しかし護衛につくはずの祭司たちはディザイアの襲撃で倒れてしまったのじゃ。それなら俺がコレットの護衛を引き受けるよ。ロ
いとか、お前では心もとないの。お前はロイドというのか。そうだけど、人の名前を尋ねる前にまず自分を名乗ったらどうだ。私はクラトス、傭兵だ。金さえ用意してもらえるなら巫女の護衛を引き受けよう。銭払は変えられんな。お願いしよう。契約成立だな。待てよ、俺も行く。ロイド、お前は足手まとい、おとなしくここで待っている。バト、聞こえなかったか。足手まとい、帰れ。傭兵さん、ロイドも連れて行ってくれませんか。しかし、お願いです。私、ロイドがいないと不安です。勝手にしろ。行くぞ、ジーニアス。僕も行くの。当たり前だろ。子供の遠足ではないのだ。だって本当のことだもん。Also so sieht es in diesem Tempel aus. Colette, du warst doch schon oft hier drin, oder? Ja, aber heute scheint es irgendwie anders. Ich spüre die Gegenwart von Monstern. Seid auf der Hut. Mit so ein paar blöden Monstern werden wir schon fertig. Los geht's! Warte, Leute, hast du dir deine Schwerttechniken selbst beigebracht? Ja, wieso? Was ist denn das? Wenn du mit dem Schwert kämpfst, solltest du zumindest die Grundlagen beherrschen. Du wirst doch die Auserwählte beschützen, oder? Du hältst dich so für so schlau. Erhalten Trainingshandbuch. So, ich würde mal sagen, wir beenden dann auch mal den allerersten Part von Symphonia. Und ich bin schon so gehypt auf das Spiel. Auch wenn ich das schon durchgespielt habe, aber ich kann es auch endlich mal LP, ein ordentliches, ja, in Anführungszeichen halt, ordentliches Spiel das Playen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch, und ich würde mal sagen, ich bin dann nochmal hier in dieser auf dieser Stelle den mal den Part. Also bis dann, ciao.